Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ich habe schon länger nicht mehr in Blade & Sorcery reingeschaut. Ich zeige euch jetzt mit der Pico via Virtual Desktop die PC-VR-Version und die sieht natürlich um einiges schicker aus als die Standalone-Versionen. Und ja, was für mich neu ist, was im März dazugekommen ist, ist der Ingame-Mod-Modus, sage ich einfach mal, oder dass man Ingame-Mods hinzufügen kann. Und ich habe hier schon mal ein paar mir so rausgesucht, die gehen wir gleich mal im Game durch. Und ja, hier haben wir das Ganze. Man kann hier den Mod-Typ heraussuchen, was man alles so möchte. Ich sage jetzt einfach mal, ich möchte Rüstungen. Und dann zeigt er uns auch nur die Rüstungen, die vorhanden sind. Was nicht ganz unwichtig ist, glaube ich, dass man eigentlich suchen sollte, dass es auch für das Update ist. Und das Update ist das U12. Denn wenn es eine Mod ist für ältere Versionen, kann es sein, dass sie nicht funktionieren. So, das ist die U12 und dann sollte der jetzt eigentlich suchen. Macht er aber jetzt nicht sofort. So, wenn wir es einmal umschwenken. Genau, und dann haben wir hier auch, steht dann auch direkt U12, U12. Und das heißt dann halt, wir haben hier eine Mod für die U12er Version. Ich weiß nicht, woran es liegt. Manchmal werden hier die ganzen Bilder geladen, manchmal nicht. Kann sein, dass ich jetzt ein bisschen schuld bin. So. Gehen wir nochmal hier raus. Ja, also ich habe hier schon ein paar reingeladen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ins Gameplay und ja, dann schauen wir uns das mal an. So, hier sind wir in unserem Starthaus und ja, hier haben wir ja unser Buch, wo wir die ganzen Sachen uns anschauen können, die wir mitnehmen wollen. Wir können uns ja hier quasi so ein Loadout machen und wenn wir hier das Buch mal rausploppen, dann sieht man hier die Sachen, die ich so schon mal reingeladen habe. Hier stehen aber nicht alle Mods drin, komischerweise, die ich ja eingeladen habe. Hier haben wir zum Beispiel Force Choke, das hat ja was mit Star Wars zu tun, also dieser Machtgriff. Dann ein Katana, ein Beam Saber und so weiter und so fort. Und wenn wir es jetzt mal wegpacken, können wir uns das mal anschauen. Genau hier, Jedi Survivor habe ich auch mit reingenommen. Kalt Lightsaber, also das Lichtschwert. Und hier haben wir das Lichtschwert. Damit habe ich noch nie gekämpft. Will ich gleich unbedingt mal machen. Also wir haben hier ein Doppelschwert. Wenn wir wollen, können wir es doppelt nehmen oder einzeln. Auf Trigger kommt der eine hier raus. Und auf dem Button kommt das andere raus. Also ganz cool gemacht. Ach, hier haben wir ja auch schon eins. So, nehmen wir es mal weg. So, dann haben wir hier ein Beam Sabers. Kann man sich halt auch noch aussuchen, wenn wir jetzt hier mal erscheinen machen. Ist natürlich auch cool. Und dann haben wir Left 4 Dead Waffen. Also wer Left 4 Dead nicht kennt, cooles altes Zombie-Game. Ja, haben wir den Baseballschläger von Left 4 Dead. Und da gibt es auch noch ein Katana. Also Katana wollte ich auch mal ausprobieren. Habe ich mir auch eins hier schon mal ins Loadout reingehauen. Sieht ganz nice aus. Das war... Genau, hier haben wir nochmal Kleidungen. Hier können wir uns auch die Rüstung nehmen. So, hier haben wir jetzt die Rüstung. Aber ich dachte eigentlich, dass die jetzt angeht, aber... Also, dass wir die anziehen können. Irgendwie scheinbar nicht. Okay, ist egal. Das ist mir jetzt erstmal nicht so wichtig, aber hier haben wir einige Sachen, die wir ausprobieren können. Magier ist halt ganz normal. Und Schilder haben wir ja auch nicht reingeladen. Was ich noch reingeladen habe, ist ein Blutmod, dass das realistischer tropfen soll. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Game rein. Schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, hier sind wir am Vorposten. Startgebiet ist immer woanders, könnte auch da unten an der Küste sein oder hier oben. Und jetzt schauen wir einfach mal.
was das hier zu bieten hat. Gucken, ob die jetzt mithalten können mit uns. Wow. Okay. Na komm. Okay, Leute, das ist natürlich witzig. Zusammen mit dem Machtgriff. Natürlich nice. Okay, gut, dass da keine Blutfontänen jetzt rauskam, aber ja, macht schon Spaß. Ist natürlich nicht realistisch. Man kann da ein bisschen mit rumspielen natürlich, ne? Hier haben wir unsere drei Kräfte. Ich werde jetzt hier mal. Also wie ihr seht, realistisches Blut, die hat sie sogar aus der Nase geblutet. Und ja, das kann man natürlich, sieht für mich ein bisschen realistischer aus. Brutal genug ist es ja eigentlich eh. So, und neu soll wohl auch sein in diesem Update, wenn wir hier diese Kraft nehmen, Schwerkraft. Warte, ich weiß nicht, ob ich es direkt hinkriege. Nee. Dass wir damit auch ja, zerstören können, eigentlich. Ich probiere es jetzt mal mit dem Katana. Ja, jetzt haben wir es. Habt ihr gesehen, ist gut kaputt gegangen, die Bank. Aber das ist ja, das ist herrlich. Come on. Tot und weiß es noch nicht mal. Ich höre einen Bogen, ich höre einen Bogen. Da oben. Da oben habe ich einen Bogen gehört. Kann ich hier dran springen? Okay. Klappt nicht so, wie ich das wollte, aber da ist eine Leiter. Da ist eine Leiter, die nutzen wir. Okay, die können wir gar nicht nutzen. Oder? Da geht es auch nicht lang. Okay. Aber ich mache mal Zeitlupe. Kann ich mich jetzt da dranhängen? Naja. Ha! So, wo seid ihr? Yeah!
Also als Jedi haben die hier keine Chance, ne? Muss man ganz klar sagen. Okay, dann geht's hier lang. Ist auch fast schon... Also ist OP, definitiv. Aber ist halt nur Spaß, ne? Soll jetzt auch kein richtiger... Wir machen gleich mal... Gleich machen wir nochmal einen richtigen Durchlauf. Oh! So. Aber ich hab's verloren. Also, wie man sieht, schön lang springen und dann kann man die auch relativ schnell erledigen beim Springen. Es gab doch mal ein Rollenspiel, da gab's, da war man irgendeiner aus der Zukunft, im Mittelalter. Ich glaube, das kann man jetzt hier auch so ein bisschen sehen. So, Zeitlupe. Zähne geputzt. Da war doch gerade noch jemand. Aha. Kann man im Nachhinein jetzt auch noch? Okay. Ziemlich brutal, aber... Oh, jetzt geht's los. Normalerweise ist das immer das Signal, dass gleich jetzt hier was los ist. Magie brauchen wir kaum. So. Einer muss ich mal wegmachen. Das ist ein bisschen, also Doppelschwert ist ein bisschen schwierig. Okay. Bogenschützin. Das ist so schnell weg wohl. Aber sticht auch sofort zu, ne? Also großartige Rüstung haben die dadurch nicht mehr. Ja. Ja. Also ihr seht, wie viel man hiermit machen kann. Ist schon witzig, wenn man mal so ein Ründchen spielt. Als Jedi. Das könnte ich auch noch sagen, okay, ich benutze jetzt hier meine Kraft für eine Person. Das machte noch mehr Star Wars mäßig. Ja, also das wollte ich euch auf jeden Fall mal zeigen.
Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zurück zum Haus und dann starten wir eine Runde mal normal ohne Jedi-Schwert. Dass ich euch mal zeige, alleine nur mit dem Katana hier, ein bisschen Zaubern dabei. Ich würde sagen, los geht's. So Leute, was auch noch neu ist, wir können ja seit dem Update hier schwimmen. Und das auch mal ganz kurz. Das ging ja vorher auch nicht. Und wie ihr seht, funktioniert auch echt gut. Ein bisschen kraulen, ne? Na komm, so. Und jetzt gehen wir zum Vorposten. So, versuche ich mal einen kurzen Run zu machen. So, hier habe ich die Left 4 Dead Pfanne für den Notfall. Kann man als Schild nehmen, wenn man will. Hier unser Katana. Und natürlich unsere Zaubersachen. Und wer das nicht kennt, wir können unsere Waffen können wir aufladen über die Magie. Die haben wir jetzt mit Feuer. Wir können die aber auch mit Schwerkraft oder mit Blitzen aufladen. Und Blitze oder Feuer können wir auch kombinieren. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Wenn jetzt gleich Gegner kommen. Also kann man schon richtig schöne Sachen mitmachen. So, die beiden fegen wir jetzt mal weg. Ein bisschen näher ranschleichen. So. Okay. Hat nicht geklappt. So, jetzt müssen wir da aber noch mal probieren hier. Na, willst du wohl? Ganz kurz anders stellen. So. Die fegen wir weg. Okay, das wollte ich eigentlich machen. Da sieht man, was möglich ist. So, nochmal. Na. Nochmal neu aufladen. So, was wir auch machen können, wir können eine Schwerkraftbubble produzieren. Muss ich gleich mal gucken, ob ich das hinkriege. Manchmal ist das mit den Zusammenführen einfach und manchmal schwer. Okay, habe ich mein Dolch. Also ist so mein Lieblings-Loadout. Kleiner Dolch, ein Schild, irgendein Schwert. Okay, ging jetzt nicht. Aber jetzt können wir den hier uns mal packen und auseinanderreißen. Der hat noch gelebt. Hallo. Hatsch. Okay. Da geht's raus. Da könnte man noch hochgehen, aber jetzt erstmal nicht. Hier ist keiner. So, was wir jetzt machen können, ist hier rüber jumpen. So, weil wir so versteckt kamen, hat er uns jetzt gar nicht kommen sehen. Also wir können mit dieser Schwerkraft können wir auch unheimlich von hohen Sachen springen und uns passiert erstmal nichts. Damit kann man das abbremsen. Jetzt zeige ich euch auf jeden Fall auch nochmal den hier. Genau. Oh, machen wir ein Blitzschwert. Ein Blitzkatana. Also Katana gefällt mir richtig gut.
So. Oh, okay. Da eignet sich jetzt Feuer, ne? Alle Achtung! So, jetzt machen wir mal Schwerkraftschwert. Euch kriegen wir. Euch kriegen wir. Kein Problem. Hast du Glück gehabt? Guck mal, die hat da den Bein hängen. So, war das schon mal nicht schlecht. Also, ich möchte gerne viel anders, also ganz anders agieren hier, aber ich habe so einen kleinen Raum. Ich kann nicht hier rumwirbeln, wie ich möchte. Ich muss echt immer gucken, wo ich gerade bin. Weil es kam schon mal ein Kommentar, dass es total blöd aussieht. Ja, aber wenn ich jetzt hier 4x4 Meter hätte oder 5x5, werde ich natürlich anders agieren. Mit der Pfanne zuzuschlagen. Wäre doch auch nice, oder? So, wo sind wir jetzt? Ah, in dieser Bibliothek. Das ist natürlich gut, diese Bubble. Alle, die jetzt kommen, die werden erstmal hochgewirbelt. Okay. Jetzt ist Schluss mit. Ich muss in den engeren Gang. Komm! Du auch? Ich muss jetzt mal
irgendwie aus der Bredouille rauskommen. Nee, ich habe keine Energie mehr. So, Zeitlupe. Ich gehe mal in den Raum hier. Sieht ein bisschen. Ich kann wenigstens mal agieren. Jetzt werden sie aber hier aufmüpfig. Jetzt hat er mich gehabt. Jetzt hat er mich gehabt. Schade, also man kann schon viel besser, ja, wenn man ein bisschen mehr Übung hat, kann man viel besser mit den einzelnen Magiekräften da hin und her. Habt ihr gerade gesehen, ein Feuerball genau ins Gesicht und der ist direkt weg gewesen. Das ist natürlich nicht immer so. Und wie gesagt, ich liebe das Game hier. Aber aus Zeitmangel kann ich hier jetzt nicht 24 Stunden verbringen. Von daher bin ich immer mal wieder, ja, alle ein, zwei Monate mal hier eine Zeit lang drin. Spiele ein bisschen, hab Spaß. Aber es reicht nicht, um das Spiel irgendwie zu perfektionieren. Aber richtig cool, was die hier draus machen. Wir sind immer noch im Early Access. Es wird immer noch weiterentwickelt. Ich glaube, den richtigen Release wollen die wirklich noch 23 feiern. Und wenn man das Spiel von Anfang an begleitet hat, dann sieht man, was hier draus geworden ist, wie geil es geworden ist. Und wenn man das von Anfang an mal, ja, betrachtet, wie im Endeffekt, wie geil es am Anfang für uns war, aber umso mehr hat es sich jetzt verbessert. Also es war am Anfang wirklich Early Access und hatte natürlich noch die Fehler, aber die Physik war halt das Geile, was uns hier, ja, das Team beschert hat, war ja, glaube ich, am Anfang nur wirklich einer. Und jetzt ist natürlich das Team gewachsen durch den Erfolg auch. Der Erfolg ist auch komplett gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Und ich kann jedem nur empfehlen, holt euch Blade & Sorcery. Also das ist ein richtig geiles Game. Es wäre natürlich umso geiler, wenn ihr ein richtiger Story-Modus Einzug hält. Und ja, ich bin gespannt, was die Zukunft noch bringt. Wenn ihr das Game jetzt sag ich mal, ihr habt einen guten PC, holt euch das Game definitiv auf Steam. Also alleine der Grafik, das Grafik-Upgrade, was man dadurch hat, ist es wert. Und ja, wenn ihr jetzt keinen PC habt, habt eine Pico oder eine Quest, ja, könnt ihr auch genug Spaß haben in der Quest oder in der Pico-Version. Habe ich auch ein Video zu gemacht zur Pico-Version und mir hat es trotzdem Spaß gemacht, weil die Physik bleibt halt gleich. Natürlich muss man hier ein großes Grafik-Downgrade
mitmachen, aber das ist natürlich klar, dass die Standalone-Version hier nicht solche Texturen haben, so knackscharf und auch noch diese Physik. Die Physik braucht ja auch richtig viel Rechenleistung. Das muss man auch noch dazu sehen. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. War vielleicht nicht unbedingt für alle jetzt neu, dass es jetzt ein Mod-Update gibt. Aber wie gesagt, ich habe da vor einem Monat mal von gelesen, hatte aber auch keine Zeit, das zu zeigen. Und ja, jetzt wollte ich das mal wirklich hier für euch vorführen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Like raus, Abo-Button nicht vergessen. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.